Willkommen Leute, diesmal wieder ein Unboxing-Video von mir. Ja, jetzt wurde ausgeliefert bzw. ist verfügbar die zweite Welle von Mech Fersens Minions. Ich denke mal, irgendwo habe ich gelesen, ca. 1000 Stück dürften das sein. Und was ganz cool ist, ich habe das Spiel bestellt und innerhalb 3 Tagen war das dann bei mir, ja, mit Lieferkosten von 5 Euro, also insgesamt 80 Euro. Sehr toll, ich weiß, dass da eine tolle Qualität drinnen ist und endlich habe ich jetzt auch das Spiel, wie gesagt, sehr schnell geliefert und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das Ganze denn aussieht. Denn das Spiel hat mich ja schon echt immer angefixt, hat es mir nur irgendwie immer nicht geholt und ich habe dann mal gelesen, dass eine zweite Welle kommen wird und da habe ich dann jetzt eben zugeschlagen. So, ich freue mich echt total auf das Spiel. Ist ja wirklich ein Hammer-Game. Und ich müsste mich dann auch selber informieren, ob es jetzt da irgendwelche Verbesserungen und Änderungen gegeben hat in der zweiten Welle. Ich denke mal, wenn es irgendwelche Fehler gab, dann wurden die sicher behoben. Ja, your mech is here. Your merch is here. Okay, thank you for your support and we hope you enjoy your purchase. The jungle camps are buzzing with the excitement of your unboxing. Cool. Okay, da werden wir dann mal reinschauen. Riot Games Merch. Okay. Dann, also sie freuen sich, wenn ich mich freue, das Spiel anzuboxen. Und, boah, das ist ja wirklich schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Box so schwer ist. Boah, die hat schon Gewicht. Ist riesig. Ja, also, schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Beschädigungen vorfinden können. An den Ecken. Ist ja ganz wichtig. Ja, sieht erstmal nicht schlecht aus. Äußerlich gibt es hier eigentlich nichts zu bemängeln. Ja, die deutsche Version zur Info, ich halte das mal in die Kamera. Uah. Die deutsche Version von Mech vs. Minions, von den Legends of Legends machen. Und ja, dann machen wir das Ding mal auf. Weil ich hätte echt nicht gedacht, dass das so heavy ist. Die Box so groß, ich meine, ich habe es schon gesehen, ja, Nachfeld hat es auch, aber so groß hatte ich es fast nicht in Erinnerung. Wahnsinn. Mal schauen, hier habe ich schon ein Platzproblem, muss mittig etwas Kante jetzt irgendwo in meinem Haus anderweitig auslagern. Mal schauen. Und dann machen wir das Ding mal auf. Oh ja, ja, sieht natürlich sehr toll aus. Alles so hochwertiger Eindruck, ja. Also Too Many Bones ist schon richtig cool, wenn man die Schachtel öffnet. Ja. Natürlich Warnung, dass wir nicht viel spoilern sollen. Und dann hier gleich mal die Helden. Sind ja schon pre-painted, was ja ganz toll ist. Sieht natürlich sehr toll aus. Wer das Spiel nicht kennt, es gibt ja schon auch genug Videos und Let's Plays dazu. Ja, schöne Miniaturen, die wir hier vorfinden. Sind echt toll aus und sind sehr schön bemalt, finde ich. Der hier. Ist irgendwie angenehm, wenn man sich mal das Anmalen spart, aber die Minions sind natürlich noch nicht bemalt. Sehr schön. Natürlich sehr schöne Trays hier drin. Bin gespannt, wenn man die Karten sleeved, wie sich das Ganze dann verhält.
Hier purzeln ein paar Minis in der Schachtel rum. Sind anscheinend nicht so fixiert. Dann machen wir gleich den Deckel weg. Ja, sieht ja sehr schöne Komponenten. Zahnräder aus Metall. Metallmünzen. Das Ganze sehr cool gemacht. Die Minions sehen ja echt mal nice aus. Finde ich. Dann haben wir hier so Kristallsockel. Sehr schön. Also ich sehe schon, wenn man das Spiel aufmacht, sehr schöne Würfel, ja. Mit, wie heißt das jetzt nochmal? Ich glaube Marble-Effekt oder so. Sehr schön, ja. Optisch eine Wucht. Gut, dann machen wir den Deckel wieder drauf. Ich freue mich schon so extrem aufs Spielen. Jetzt ist meine Nachtschicht dann vorbei und dann geht es wieder halbwegs normal weiter und ich komme wieder viel, viel mehr zum Zocken. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. Nochmal Minions. Also sehr schön, auch der Deckel fühlt sich sehr hochwertig an. Super verpackt. Noch mehr von dem Ganzen. Dann haben wir hier drinnen ungeöffnete Briefkuverts. Das sind dann die Missionen, die man freischalten kann im Laufe des Spiels. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ungeöffnete Kuverts. Eine Einführung, eine Kartenübersicht, denke ich mal. Und Leitfaden und Textbuch. Ja, was haben wir da noch? Dürfen wir natürlich nicht aufmachen, aber uns springt hier schon eine schöne Axt entgegen, die es dann wahrscheinlich zum Freischalten gibt. Auch sehr toll. Dann geht es natürlich hier weiter, da gibt es ja noch mehr. Also noch mehr Minions, das sind die gleichen wie vorher. Ja, mit den Kartensleeven, da bin ich gespannt. Hier haben wir die Programmiersheets. Die lasse ich jetzt nochmal geschlossen. Ja, also Rückseite, Vorderseite, nichts Spektakuläres. Aber ihr seht schon, hier haben wir ein Fach frei. Das heißt, es könnte sich auch ausgehen, wenn man die Karten sleeft, dass man hier noch Platz hat. Da bin ich dann mal gespannt. Und hier noch Spielplanteile und natürlich die diversen Spielbretter. Ah, hier sieht es qualitativ nicht so toll aus, da geht das Laminat hier ein bisschen runter. Das ist nicht so schön auf der Rückseite, aber die Vorderseite ist wichtig, die ist okay. Vorne hinten bedruckt, sehr schön. Also wirklich tolle Qualität, da kann man nichts sagen. Und der hier noch. Das Ganze ein bisschen beschleunigen. Vielleicht kennt ihr ja ein paar Änderungen von Leuten, die die erste Welle haben. Keine Ahnung, da muss ich mich informieren. Aber ich muss sagen, interessiert mich jetzt nicht so dermaßen, wenn ich das fertige Spiel jetzt da habe. Ja. Gut, die Sanduhr, auch sehr schönes Teil, sehr schön, ah, da rieselt es schon. Dann hier eine Bombe, glaube ich, die in Missionen gebraucht wird. Und Karten, die können wir noch schnell durchgehen. Karten hier.
Also ich werde das hier ein bisschen beschleunigen, was man ja alles sehen kann. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt selber. Mal schauen, ich glaube, das sind Schadenskarten oder so. Nur ein paar Mal herzeigen. Und ganz wichtig auch die Programmkarten. Müssen wir auch aufmachen. Jetzt habe ich mein Messer verbaut. Jetzt wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Sorry Leute. So, jetzt aber. Die halte ich euch auch noch rein, natürlich. Ah so, ich habe die Kamera ein bisschen hochgestellt diesmal. Ist nicht so einfach, die verkehrt in die Kamera zu halten, da die Kamera gegenüber steht. Oder machen wir es besser? Ja, egal. So runter. Ja, dann haben wir ja den Spell. Ich werde da jetzt nicht alle Stufen durchgehen. Aber ich finde das Artwork super, das passt zum Spiel. Dann haben wir noch den hier. Und ja, das waren die ganzen Karten. Und wie gesagt, ich freue mich riesig aufs Spiel. Bin gespannt, ob es den Vorschusslorbeeren gerecht wird. Ich habe schon sehr viel Gutes gehört, auch von Leuten, die ich kenne. Und das war's mit dem Unboxing von Mech vs. Minion Second Wave. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel jetzt auch haben wollt, bestellt es euch schnell bei Riot Games EU, glaube ich. Und dann habt ihr das innerhalb von 3 Tagen wahrscheinlich mit 5 Euro Versandkosten, finde ich echt toll. Was man hier für 80 Euro an Material bekommt, alleine schon der Hammer. Also alle guten Meinungen über das Material kann ich nur bestätigen. Sehr hochwertig, auch die Box hier. Und ja, die Karten selber haben auch, muss ich jetzt selber mal schauen. Ja, auch die Karten haben hier Leinenfinish. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann jetzt. Also wirklich alles top-notch sozusagen. Und das war's mit dem Unboxing. Bis zum nächsten Video, euer Austrian Board Gamer. Schönes Wochenende noch und ciao.